Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr im Titel sehen könnt, hat mich wieder eine kleine Comicspende erreicht. Diesmal vom Andreas Wiemann, den ihr aber auch als mittlerweile vielleicht auch als Andreas Nerdstuff kennen solltet. Der macht nämlich jetzt auch YouTube. Andreas Wiemann ist ja bei Instagram, das werde ich euch in die Beschreibung packen. Auch den YouTube-Kanal aber auch nochmal in die Endcard. Schaut da mal vorbei, der hat eigentlich mit YouTube angefangen, also André von Team Comics 86 und ich haben den so ein bisschen motiviert, das zu machen. Da heißt er eben Andreas Nerdstuff, wie gesagt, ich verlinke das alles und der hat mir auch eine Spende gemacht. Bevor ich jetzt zur Spende komme, muss ich auch noch eine kleine Anekdote aus meinem ach so spannenden Leben erzählen. Ja, manchmal ist es sehr, manchmal ist es tatsächlich spannend, manch oft auch einfach... lebe ich so dahin. Ne? Auf jeden Fall war ich letztens, was heißt letztens, das ist schon, glaube 2 oder 3 Wochen her, war ich beruflich unterwegs in einer Gegend, in der ich höchst selten bin und in der mich auch eigentlich nur 1, 2 Personen überhaupt kennen. So, auf jeden Fall, ich park da, steig aus und werde angesprochen. Aber nicht von einem dieser Personen, die mich da kennen. Das wäre jetzt nicht so überraschend gewesen. Sondern von einem für mich fremden jungen Mann, der mich anspricht und ich sage, ja, hallo, wer sind Sie denn so? Ne? Also ich weiß das ja nicht. Und dann hat er gesagt, dass er mich auf YouTube guckt. Das war überraschend. Das war sehr überraschend und ja, den möchte ich an dieser Stelle damit grüßen, das habe ich ihm versprochen. Black Hood Cooper heißt er, glaube ich, hier auf YouTube. Also den habt ihr schon mal in einem Livestream mal gesehen im Chat. Auf jeden Fall habe ich den da mal gesehen. Und ja, falls du das siehst, Grüße gehen an dich raus. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr netter junger Mann, habe mich sehr nett mit ihm unterhalten, so ein bisschen. Über diesen ganzen YouTube-Kram und hatte einige Fragen und das konnte ich dann ganz gut beantworten. Ja, und das war wieder mal so etwas für mich völlig Überraschendes. Ne? Damit habe ich nicht gerechnet. So, das war das. Achso, wenn du das siehst, schreib doch mal in die Kommentare rein. Würde mich ja sehr freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Ja, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Spende. Das ist diesmal auch nur ein Comic, aber dafür auch wieder so ein Kracher, womit ich dann einfach auch wieder nicht gerechnet habe, auch wieder was ganz Aktuelles. Und zwar geht es um den Symbiote Spider-Man Band 1. Und zwar, wie die Experten unter euch das vielleicht erkennen, ist das das Variant-Cover von dem Ganzen. Und zwar steht hier limitiert auf 333 Exemplare. Wieso hat der Andreas mir das, also das ist ja auch brandneu, wieso hat er mir das gespendet? Das habe ich ihn auch gefragt, warum gibt es denn das Variant-Cover ab? Ich wusste, er hat das Variant-Cover und das normale Cover. Dachte ich, ja, okay, hat er doppelt im Grunde ja inhaltlich, aber warum gibt er dann das Variant-Cover ab? Ist das normale Cover, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm habe? Ist das so geil? Jetzt sagte er, nein, er hat das normale und das Variant sich geholt, extra. Hat aber dann irgendwie vergessen, dass er das Variant schon bestellt hat. Hat das nochmal bestellt, sodass er das Variant zweimal hatte. Ja, das ist natürlich super. Und da hat er mich gefragt. Das finde ich natürlich wieder klasse. Ja, und dieses Gespräch ging, wie es eigentlich immer geht. Wenn mich jemand fragt, hast du Interesse daran? Und ich habe Interesse daran. Dann sage ich ja, okay, wie viel möchtest du dafür haben und so. Ja, wollte er wieder nichts, ne? Da freue ich mich natürlich. Ja, da sind 5 Teile drin, dieses Symbiote Spider-Man. Geht natürlich um den Symbionten, um das schwarze Kostüm. Wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Origin-Tiefe liefern. Ich bin sehr gespannt, auch freue mich hier. Black Cat ist auch drin. Wird es, denke ich, auch eine Review zu geben. Ich bin nur nicht sicher, das weiß ich nicht so genau, ob das eine Miniserie war, die 5-teilig ist. Dann wäre das nämlich ein abgeschlossener Band und das fände ich gar nicht so schlecht.
Oder ob das eine Maxi-Serie ist und es vielleicht noch einen zweiten Band gibt. Ich wusste zwar, dass es kommt, wusste aber auch nicht, dass das schon bei Panini draußen ist. Und wusste und weiß eben nicht, ist das ist das mit diesem Band abgeschlossene Miniserie oder ist das eine Ongoing oder ist das, also das glaube ich allerdings nicht, oder ist das sogar eine Maxi-Serie, sodass man vielleicht zwei Bände braucht? Ja, wenn ihr das wisst, liebe Freunde, dann schreibt das doch mal gerne rein. Schaut bei dem Andreas Nerdstuff mal vorbei. Wie gesagt, findet ihr in der Endcard und in der Beschreibung. Schaut bei ihm auch auf Instagram vorbei. Macht super Sachen. Und wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt und jetzt durch dieses Video ihn abonniert, dann schreibt ihm das doch in die Kommentare, dass ihr von mir kommt. Das würde mich auch wieder freuen, weil ich dann sehe. Also ich will ja mit diesem Video ihn auch unterstützen, ne? Und dann sehe ich, ja, das klappt und so. Ja, das würde mich auch tatsächlich freuen. Und ihr wollt doch, dass ich mich freue, oder nicht? Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Schreibt auch mal rein, wer das alles hat oder noch sich holen will. Und ja, dann sag ich mal, bis dann. Ciao.